Hallo zusammen, hier ist wieder Heutschela und heute bin ich wieder für euch in Battlefest unterwegs. Und zwar wollen wir heute wieder meinen Magaok weiter leveln. Der ist mittlerweile Stufe 43. Und ja, wir wollen wieder ein bisschen Dungeons spammen mit dem. Ich werde mir auch wieder die Flask hier reinhauen, die wir quasi von den Übergriffen aus BFA bekommen, beziehungsweise ja, über verschiedene Wege diese Marken erhalten, können uns quasi dann mit 5 von diesen Marken sowohl bei Allianz als auch bei der Horde einmal erwerben können. Diese Belobigungsabzeichen, wie die genau auch heißen. Und zusätzlich habe ich ja auch noch den Buff hier drauf, den Erleuchten-Buff mit 50% mehr EP und vollen Erbstücken. Heißt insgesamt haben wir, was habe ich vorhin gesagt, 115% mehr EP kriege ich. Deswegen sind wir jetzt schon ganz gut vorangekommen. Zwei Folgen sind jetzt schon hinter uns, was ihr auch am Titel, glaube ich, erkennen müsstet. Und ja, ich habe jetzt eigentlich in jeder etwa 10 Level gemacht, sogar ein bisschen drüber. Und ja, geht gut ab. Also man merkt es auf jeden Fall. Jetzt habe ich nicht in die Mobs reingebrefft. Hier können wir auch extrem viel skippen. Also das ist auch eine der allerschnellsten Innies. Die machen wir und dann. Oh, ich bin weggezählt. Die Quest gibt irgendwie nur 3000 XP. Ich weiß nicht, ob sich die lohnt. Was, 3000 nur? Ja, aber Das du ist musst ja. halt eh in Chance, dass Endboss sie das gehen. nur machen. Ja, gut, stimmt, ja. Hier fällt der dritte weg. Naja, hier kannst du aber eh. Also, wenn du hier am Rand läufst, kannst du eigentlich fast alles skippen. Also, hier. Am Rand. Okay, gut, den Unsichtbaren, den können wir nicht skippen, das ist klar. Den hier nehmen wir mit noch. Und jetzt hier echt aufpassen. Ups. Nicht runtergefallen. Sag mir bitte, dass du nicht runtergefallen bist. Okay, das sag Sag ich dir den nicht. nicht. Oh nein. Und ihr habt den Boss gepult. Das war jetzt etwa so ärgerlich wie der Schamane, der da vorher in der Infield unterwegs war, ne? Naja, so ärgerlich war es jetzt auch. Ja gut, eine Stufe nochmal drunter. Ich Das meine ist jetzt. eher den Boss. Vor allem jetzt resettet der Mob, der noch. Ach so gut, er hat nicht. Weiß ich, weil ich ihn gerade noch gehittet habe, ist er nicht resettet. 4K XP. Ab 4 XP gab es. Naja, wenn du stirbst und dann die Mobs umhaust, dann bringen sie fast keine XP. Ja. Du darfst halt, wenn du so Skip-Sachen machst, dann musst du halt gut spielen, ja? Sonst, ne, brauchst du länger. Dann darfst du darfst halt da nicht verrecken, unser Heiler ist hier runtergefallen. Dann ist halt Feierabend. Und vor allem, du darfst den Boss nicht adden, du musst da ganz am Rand laufen. Weil der Boss, der haut ewig und der bringt nichts. Das ist halt immer die Gefahr bei so Skip-Geschichten, ja? Theoretisch kannst du da x-mal schneller sein und viel effizienter, bloß wenn es halt verkackst. Dann brauchst du halt länger. Das darfst du dann halt nicht verkacken. So wie wir es jetzt gemacht haben, musst du es halt spielen. Nicht runterfallen und nicht den Boss pullen. Dann ist es easy hier. Weil sonst ist es halt nicht mehr viel, ne? Du kannst da hinten die Mobs auch umgehen. Und dann musst du nur den Endboss töten und kriegst die komplett EP. Das ist halt relativ easy. Das Low ist schon ein bisschen nervig. Jetzt müssen wir auch hier wieder relativ vom Rand laufen. Dann adden wir die in der Mitte nicht. Den einen, den müssen wir machen, da führt kein Weg dran vorbei. Und hier ist nur ein Unsichtbar oder so, den musst du auch mitmachen, aber sonst kannst du hier halt auch fast alles auslassen. Und hier, die kannst du eigentlich auch skippen, soweit ich weiß, wenn du hier mittig läufst. Oder du wirst wegbetäubt. Dreck. Weißt du, hier so durch, so wie ich durchlaufe, dann addest du eigentlich sowohl links als auch rechts nicht. Wir haben keinen Mars CC, Ich bin oder? betäubt. Irgendwas? Ich bin betäubt. Kit. Ich war betäubt. Ja, passt. Wir haben leider keinen Mars dann, das wäre halt noch gut. Ich krieg einen mit.
Sie skillen mit Stufe 60. Kann die halt nur wirbeln, dass die nicht weglaufen. Nee, wir bräuchten halt ein Mars-CC genau für sowas, wenn du rausgenommen bist. Der Indie könntest du eigentlich auch einen Death-Skip machen, ne? Sobald wir ein Battle Reds haben. Kriegst du das Ding denn nicht flüssig? Was meinst du? Kriegst du das Ding denn nicht hoch? Nee, als Monk hast du keinen Battle Reds. Nur als Druid. Ich weiß nicht, ob ein Monk noch Und nicht so weiß. ein DK hat noch, der hat auch einen Battle Reds, aber als Monk hast du keinen Battle Reds. Schön wär's, ja. Als Inji kriegst du, glaube ich, jetzt irgendwie sowas. Aber wahrscheinlich auch erst im hohen Bereich. Pump mal. Boah, die hauen echt Ist rein. schon Schild drauf. Ja, ich habe jetzt mal auch mich selber noch ein bisschen geheilt. So, der Boss ist schon bei, deswegen. Ja, ich habe Der den ist Boss weg jetzt. mitgepult. Das ist hier ein bisschen kritisch. Der haut halt ziemlich rein, der Boss, ne? Und diese Trash-Mobs auch. Aber ich dachte mir, das kriegen wir schon. In dem Baum hinten nochmal. Am besten die Ranges möglichst weit von dem Boss hier weg. Ich glaube, wir dürfen ihn auch nicht rausziehen. Stimmt, das letzte Mal im Set hat. Und der portet sich halt auch immer rum, ne? Also wenn du da ganz draußen stehst, kann es halt auch blöd ausschauen. Jetzt versteckt er sich da hinter diesem komischen Dings da, ne? Jetzt fängt er solche Späße ja auch noch an. Ja, trotzdem, dass wir das verkackt haben, 6 Minuten ist halt trotzdem relativ zügig. Level up. Gut, dann können wir. Warte mal, die Quest. Ach, die ist Sollten gleich, nicht okay. gekannt werden. Quest, glaube ich, ja. Ja, die habe ich gleich instant abgegeben mit dem Dings. Ja, das passt, weil mein Addon hat das ja gleich gebastelt. Hat der geht auch. Die geht auch, ja, die ist so mittellang. Da war ich letztens drin mit dem Main, ne? Und musste feststellen. Ah ne, das war die andere. Das war die andere, wo ich mit dem Dings drin war. Wo du durch das Gift gegangen bist, ne? Ja, wo ich dachte, ja, hier, ne? Hier ist übrigens eine Falle, die Falle kannst du skippen. Hier wird auch. Und? Na? 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 Ah! Ja. Ist rübergesprungen? Okay. Ja. Keiner die Falle ausgelöst. Und letztes Mal habe ich die direkt mitgenommen. Ja, ich war das letzte Jetzt Mal weiß ich, hier. wo die ist. Hast du eine Lernkurve quasi, willst du damit Ich sagen? vergesse jedes Mal wieder, aber theoretisch weiß ich es. Nur ein Mage, pass auf. Autsch. Ja, ich taunte den. Es ist ein bisschen kacke jetzt im Moment. Jetzt habe ich zwar den Breath auch, ne? Aber wenn du dann immer mehr Mobs dazu pullst, du hast dann beides auf Cooldown, hast du keine E-Fähigkeit mehr, dann stehst du da halt. Einen kann ich noch taunten, aber zwei ist dann halt schon wieder blöd. Dann krieg ich denn eigentlich meine Heilung? Die müsste doch auch jetzt dann bald mal kommen. Na gut, mit Stufe 50, ne? Bald ist gut, ne? Digga. Ersten Tank-CD kriegst du dann halt auch erst mit 55. Das ist schon tough. Da hinten hocken nur einige in der Frostnova fest von den Viechern. Das ist ein Caster. Ich gerade überlegen, die beiden Bosse, ja, die brauchen wir, also die können wir auch nicht skippen, schade. Kommt mich hier auch vorne nicht hoch, irgendwie.
Ja, bringt aber schon. Oder kannst du den anschießen und wieder runterspringen? Geht das? Weil. Nein, schon der andere pullt alle jetzt. Diesmal pullt aber nicht alles. Habt ihr jetzt beide Bosse oder was? Ja, das war Ja, vielleicht beide. jetzt. Das war jetzt vielleicht nicht ganz so clever. Der andere war schon schnell. Du musst nur laufen. Ja. Das überleben wir selbst nicht. Der eine haut voll rein. Ja, das war jetzt nicht ganz so clever. Einen wäre halt gut gewesen, nicht beide. Die Falle ist noch Weiß nicht, da, wer den ne? zweiten noch geholt hat. Ja, gut. Also, aber man kann es auf jeden Fall zumindest die paar Packs davor skippen, ne? Also, Wow. aha, wer hat die Falle Sag ich ausgelöst? doch. Ich hab's doch extra noch gesagt, dass die Falle noch Ich da ist. bin auch eigentlich daneben gewesen, aber irgendwie dann. Ja. Weißt du, ich spiele mit einer Expertengruppe hier, deswegen. Nö, wie gesagt, ich level halt beides, ne? Also sowohl Horde Allianz, ne? Halt vor allem auch für die verbündeten Völker. Und das geht's mir halt, weil da gibt's halt noch Achievement-Punkte. Ja, diesmal eine Gruppe, nur ein Boss, nicht beide gleichzeitig. Vor allem beim anderen hast du halt den ganzen Trash noch dabei, ne? Das wisst ihr nicht unbedingt. Taut denn der raus? Sagen, Sekunde lebe ich jetzt auch noch, dass ich da bin. Ja, du hast halt hier dieses ganze Totem-Shit-Zeug, ne? Was der da noch bastelt. Da hinten haben wir Was dieses ist? eine, versucht es mal umzuhauen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht ganz. Aha, schon mal, der hat Kampfrauschen, ne? Mhm, sehr Der ist auch gut, erst sehr gut. 46, der Boss. Das ist wieder ein Totem? Ich weiß nicht genau, was die Totems machen, aber meistens ist es eine gute Idee, die umzuhauen. Hab den hinten gepinnt. Der haut halt sich so einen Damage-Buff auch drauf, dass er 100% mehr Schaden macht. Der haut halt richtig raus. Wie hoch? Ich bin mich schon selber am Heilen, wie so ein Blöder. Alter Schalter. Der macht halt immer mehr Damage, ne? Das ist Irgendwann. normal, der haut dann irgendwann immer weg. Ja. Je nachdem, wie schnell die Distanz sind. Ich habe ja jetzt mal letztens. Warte mal, Das bist war du. eine schlechte Idee. Bist du denn? Mage ist rübergesprungen und dann dachte ich, da bleiben wir stehen. Nein! Da Okay, habe ich gesehen, wir dass ihr legen jetzt vorher mal eins gelaufen fest. seid. Nicht dem Mage hinterherlaufen, sondern mir hinterherlaufen. Der Mage läuft bitte auch mir hinterher. Komm Leute, wir sind eine feste Gruppe. Wir spielen hier gerade shittier als die letzte Random-Gruppe, wenn jeder woanders hinläuft. Ihr lauft mir nach, fertig, basta. Nicht irgend so eine Scheiße. Ich habe jetzt eine Gruppe gepullt und du läufst irgendwo anders hin. Das ist halt gammelig. Das Geist frei. Und vor allem, habt ihr jetzt schon wieder den Boss geaddet? Geht nicht. Wegen Boss. Ja, ach, ganz ehrlich, der nächste, der so eine Scheiße macht, kriegt einen Kick und ich nehme ihn anders mit, fertig. Jetzt echt keinen Bock mehr hier. Also, das ist halt jetzt schon langsam. Sind jetzt halt schon wieder in Fight, weil ihr den Boss gepult habt. Langsam die Faxen dicke hier. Schau, dass du schnell stirbst, das dauert sonst ewig, bis wir da rankommen. Weil so sind, ich will halt effizient hochleveln. Wenn ihr euer EU-Fakatur macht, dann könnt ihr das woanders machen. Weil so sind wir halt wesentlich langsamer, ne? Wir laufen jetzt da auch nicht über die Wurzel, sonst kommt wieder alles und das bringt halt auch nichts. Jetzt hab ich sie.
Boss machen wir dann gleich danach, weil da kommen jetzt nochmal einige Viecher dazu. Ja, du musst halt bloß zusammen rumlaufen. Schwer ist es ja alles nicht. Du kannst auch ein bisschen was zusammenpullen, aber wenn halt jeder woanders hinläuft, bringt es halt wenig. Da kommen sie, die Schweinchen. Ich glaube, ich skill nach der Ini trotzdem um. Ich meine, hier mit dem Cheese-Stoß geht ein bisschen mehr. Level up, na wunderbar. Kannst du ja noch in Talents gehen? Mhm. Jojo, da muss ich gleich mal gucken. Warte mal, konnte ich jetzt den Stun? Nee, schade, noch nicht. Muss dann gleich nochmal machen. Muss ich mal schauen, was ich nehme. Es gibt Bräu. Ja gut, hier, da kann ich sie Feuer Odem, ne? Das ist natürlich auch nicht schlecht. Aber ich glaube, ich nehme das den Feuerspeier. Das ist halt echt gut eigentlich. Dann kannst du halt öfter reinbreffen, ne? Macht es halt schon ein bisschen stärker. Also defensiv wäre das andere besser. Aber offensiv ist jetzt erstmal wichtiger, dass wir ein bisschen fixer durchkommen. Ach shit, da hinten lebt noch was. Ich kann ja nur nicht skillen hier. Dann schaue ich mal, glaube ich, den Schießstoß. Ja, Feuer-Odem ist ganz gut, auf jeden Fall. Hast du den halt öfter. Na schau, jetzt habe ich schon den ersten Proc. Das ist eigentlich ganz nice. Hier kannst du ja auch das Steinteil skippen. Ja, den nehmen wir auch nicht mit. Boah, ich hatte schon wieder Angst, dass sie hier sich zu weit rollen, ne? War knapp. Hier kannst du nicht runterfliegen. Bist du dir sicher? Naja, doch kann man, aber die Tentakel schmeißen dich wieder. Ach so, ja gut, okay. Naja, gut. Ein bisschen Damage. Hier müssen wir looten, die Fledermäuse. Hm. Nur sobald alle drin sind, können wir einen Boss pullen. Jo, auf geht's. Shit. Ja, eigentlich geht die auch von der Länge her. Wenn du es jetzt vergleichst mit den Höhlen, bist du hier auch noch gut bedient. Wo kommt denn. Ist das der eine Eber vom Anfang noch? Nicht vom Anfang, aber. Also von dem anderen Boss jetzt drüben, meine ich. Weil sonst waren ja keine mehr. Okay. Ist hierhin mitgezogen, interessant. Eigentlich die Frogs, die können wir jetzt auch alle skippen, dann die gleich kommen. Ich glaube, ich letztes Mal das Pet bekommen. Das ist 2k wert. Boah, da geht was. Na ja, gut, besser als nix, ne? Wo es nie droppt. Ich habe gar nicht gewusst, dass da ein Pet droppt. Als ob das 2k wert ist. Naja, gut, also, ne? 2k ist ja jetzt auch nix. Also, ich habe das dreimal. Ich hab das einmal gesehen, bei Zig-Chars in dem Bereich. Komm, die ziehen wir gleich in den Bosskampf mit rein, die Viecher. Hast du die Quest abgegeben und angenommen? Ja, hab ich.
Wähle Essen, diese, weil ihr alle drin seid. West habt denn? Dann ja, sind alle drin. Ja, weil hier klickst du, glaube ich, gleich die nächste, ne, für den Boss. Ja, ja. Deswegen ist immer blöd, wenn der gleich Boss pullst und nicht die Quest abgibst. Du, dein hier Vortex magst du, ne? Der ist cool. Der war jetzt zwar nur auch wieder nutzlos, aber. Jetzt das Prinzip, dass du die Erz aufhält. Also. Ich glaube, das war ein Range-Typ, ne? Der hat sich gar nicht bewegt, aber. Der Wille war zumindest da. Falls er dich verfolgen hätte wollen, halt. Also, hier, wohin wollte er mich aus der Instanz am besten noch raus? Weißt du, dann wird er hier festgehalten. Dann ist vorbei. Hm, 46, na wunderbar. Reich ist ja das Gabe. Hm, das ist auch nicht schlecht. Nichts mehr heilen müssen. Wahrscheinlich, ja. Wahrscheinlich. Komm, jetzt mal irgendwas Zügiges noch. Oh, scheiße, ich hab meine Quest nicht abgegeben. Halt, nimmt man nicht an, nimmt man nicht an. Noch hab ich nicht angenommen. Puh, das war, na hier. Gut, jetzt kannst du, danke. Ich gimp, ne? Welche haben wir denn? Maraudon? Die, wo wir vor. Nee, das ist eine andere. Das ist eine andere. Die mit den hässlichen grünen Viechern. Ja, die dauert einen Ticken länger. Aber der kommt doch da eh raus, oder? Nach der Paralyse? Ist ja wurscht. Ja, aber der. Aber wir sind. Achso. Meinst du so? Der kommt dann schon. Hab ich auch schon eine Paralyse? Ja, hast du auch 25 bekommen. Hm. Aber gut, du. Weiß nicht, ob das gut ist, wenn die danach kommen, weißt du? Keine Ahnung. Die Mobs müssen wir. Ja. Halt. Ja. Warte. Nicht daneben stehen, wenn die gefrostet sind. Die hauen übelst Schaden raus. Ah, die müsste einfach als Range dann killen. Die sind ewig lahm. Wir haben noch so eine Pflanze geedit. Also er dürfte halt nicht rankommen. Ich tank die jetzt aber auch nicht großartig an. Müssen wir halt einfach kiten, die Viecher. Aber wenn ihr davon Aggro habt, ist es egal. Ne, die sind halt arschlahm. Müsst halt einfach immer E-Schaden reinjucken in die. Irgendwann sterben die. Was ist denn das? Okay, ich hab einen Master-Lag. Okay. Oh, jetzt geht's wieder anscheinend. Warte mal, brauchen wir das Ding überhaupt? Nope. Was sonst gemacht jetzt oder was? Hm. Ja gut, okay. Das muss ich mal anregen. Jo, alles klar. Setz dich mal hin, ich mache einen kleinen Pull dann. Jo, passt, wunderbar, auf geht's. Komischen Wirbelwind mit. Achso, ja, aber ich lasse die jetzt eh hier zusammen, dass wir sie wegcleaven können. Die Quest gibt plus 4k, eigentlich lohnt es nicht, den Noxia mitzunehmen. Das ist wieder so eine Gammel-Quest. Ja, gut, 8k. Weiß nicht. Naja, es steht halt direkt da, weißt du, eigentlich. Ich würde ihn schon mitnehmen. Ist ja wirklich nur der eine Mob.
Müssen wir mit denen mitziehen können. Dieser Debuff ist krank. Ihr haut ganz schön rein, ne? Der jetzt gerade den Dings gekillt? Der Debuff killt uns gerade alle. What the fuck, was hat denn der an Damage raus? Das sind die kleinen Viecher da, nicht das große. Der hat uns echt gekillt, okay, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Schaden gemacht. Das waren die kleinen Sporen. Oder? Sporenwolke vom Sporenbaum. Der hat uns mit 300 weggetickt, ne? Das ist viel auf dem Level. Das hätte ich nicht gedacht, okay, krass. Schaden. Vor allem habt ihr 5 Stacks davon, oder zum Teil 15 sogar. Naja gut, du kannst die halt auch nicht alle runternehmen, ne? Vor allem nicht alle, von jedem. Einzeln geht sogar, aber dann... Aber seid ihr euch tot. Sicher, dass das die Ads waren und nicht das der Boss? Die Blobs, weil es davor war es auch schon da vom Boss. Nee, die Blobs hatten wir ja gerade gar nicht, wir hatten jetzt die Maden. Ja, meine ich ja, genau die. Okay. Okay. Dann muss man vielleicht eher kiten, die Viecher. Ich hätte gerne meine AOE hot, aber nicht mal den hab ich. Ja gut, wann kriegst du den mit? Okay, ja gut, das ist ja jetzt nicht mehr so weit bei dir, das oder? Geht ja noch. 35 bist du, ja gut. Wie weit waren wir am Anfang auseinander? Du warst Level 19 17 und ich und 20. War 17 und 20, okay, ja. Ja, gut. Das ist ein kleiner Unterschied zu 35 und 46. Ja, gut. Ja, okay, die Maden nehmen wir hier nicht mehr mit rein. In den Bosskampf. Doch, der macht die auch. Die Maden, die wir jetzt eben hatten, waren dazu gepult. Aber der macht den Debuff gerade. Ja, dann ist es aber doch vom Boss und nicht von dem Maden. Das ist doch der Boss. Oder das deckt sich deshalb, weil es zwei verschiedene sind. Das kann natürlich auch sein, ja, klar. Ist der Damage deshalb so extrem hoch? Ich glaube, guck mal in den Raum, das explodiert die ganze Zeit während des Bossfights. Vielleicht dürfen wir da nicht reingehen. Weil es hieß ja schon vom Baum. Ja, schau mal, weil ich den dahinter gezogen habe zu den Maden, das kann auch sein, dass es da hinten den Damage gibt. Dass das halt quasi der Effekt ist, dass du nicht dass du hier quasi unten stehen musst und nicht den Boss hochziehst. Ah, okay. Ja, weil der dort haut jetzt nicht so krass rein. Das ist, glaube ich, ja, wie du schon sagst, die Explo da oben. Okay, dann war das der Fehler. Ja, weil jetzt haben wir fast keinen Schaden gekriegt. Ja, siehst du, die Bäume sind jetzt kaputt. Ja, da hast du recht. Was, ob es mir nicht zu warm im Pulli ist? Nö. Also ich weiß ja nicht, wo du wohnst, aber... ne? Es ist hier Winter. Ich wollte gerade sagen, also... Und bei Taylor ist immer abends, wenn man so ins Bild guckt. Ja, bei mir ist immer Dämmerung, weißt du, den ganzen Tag, da ist schwierig, ja. Auch die Mobs skippen, wenn wir links, ganz links. Ja. Jetzt bin ich schon reingebackpaddelt, das war zu spät. Stimmt, hätte man, wenn ich jetzt ganz am Rand gelaufen wäre, hätten wir es skippen können, ja, das war zu mal wird. Was, 11 Grad sind's bei euch? Uns liegt Schnee. Ich bin in Kanada, das war. Warum soll es denn in Kanada ausgerechnet warm sein? Ja, da ist kalt, meine ich. Ich wollte gerade sagen, hä? Da müsste man ja... Sogar Syrien hat es minus gerade am Abend. Ja. Ist da in der Gegend. Ach, jetzt wollte ich... ja 18 Grad im Winter. Also plus. Okay. Ja gut, die sind ja ein bisschen näher am Äquator dran als wir. Ein bisschen. Ja, so viel jetzt auch nicht, ne? Ja, aber trotzdem haben die fast 80 Grad Unterschied zu uns. Ja, klar, bei denen ist es natürlich wärmer. Eine komplett andere Sonneneinstellung. Aber ist auch nicht so erschöpfend.
heißt dann. Also ich sag mal so, aber selbst wenn es bei dir 11 Grad ist, ich sag mal so, 11 Grad ist jetzt auch nicht so das Wetter, wo du sagst, oh, jetzt schwitze ich aber im Pulli, ne? Also. Vor allem, wenn ich jetzt Fenster aufmache, dann ist es erfrischend mit dem Ich Pulli. weiß gar nicht, wie warm es bei uns ist, aber bei uns hat es sicher Minusgrad, oder? Also ich war ja Ne, 1 heute. Grad oder so dürfte es haben. Warte mal, Wetter? Hat ja auch geregnet, statt zu schneien. Na gut, bei uns hat es jetzt gerade 7 Grad, sagt er ja. Hat auch so viel. War drin oder draußen? Ja, draußen. Also kein. Wenn ich jetzt online Ja, nach vielleicht Wetter hast du ja ein gucke. Thermometer oder so, weiß ich nicht. Ich hatte gerade. Okay, ich habe gerade online nach Wetter Ach so, ja, gesucht. das habe ich nicht. Das zeigt mir nicht an, wie warm es bei mir im Haus ist. Also so weit sind wir. Also, wenn mir Google Das sagt, ist wie warm es komisch. bei mir im Haus ist, dann müsste ich mir, glaube ich, Sorgen machen, ne? Dann dein Körpertemperatur noch. Wahrscheinlich, ja. Ich habe gerade Düsterbruch freigeschaltet. Ich glaube, das ist Oh nicht gut. nein. Ja, das hat. Also das hatten wir schon, also jetzt können wir hier. Warte mal, den einen Boss brauchen wir dann ja eigentlich auch nicht machen, oder? Wartet mal, hier machen wir die Mobs, weil die einen kannst du skippen, die jetzt dann gleich laufen. Also ab jetzt könnte dies Düsterbruch dabei sein. Ja. Das nehmen wir mal in Mitte, wo Juhu. low Ja, ist. lassen wir den. Okay, dann nehme ich den anderen, egal. Ich kann Double Roll. Dann sind wir halt gleich vorne. Praktisch. Doch Aber mit ich habe Rolle jetzt kommt ewig man das nicht mehr Schild vor. drauf und Ja, ich weiß. kannst du nicht hitten. Eigentlich darfst du es doch nicht als Tank nicht machen. Passt schon. Den einen Boss Ob du jetzt kannst du leider. Milchschild Schaden frisst oder ohne, ist ja auch wurscht. Nee, weil du kannst die Mobs nicht antanken. Hast du gerade gesehen, die sind jetzt zu den Achso. anderen gelaufen. Ohne Frostnova wäre jetzt einer hops gegangen. Du hast halt irgendwie noch 3, 4 Sekunden länger dieses Ding drauf, ne? Diese Ziel da, Zielscheibe. Und dann kannst du nichts machen. Das ist ein bisschen kacke. Ach Gott, jetzt habe ich jetzt meine Tentakel schon gezogen. Ich muss dran denken, dass ich immer meinen Ork-Buff drück. Ja, Vielseitigkeit gar nicht so. Na gut. Gar nicht so schlecht eigentlich, was du da an Buffs kriegst. Tempo um 30 erhöht. Ja gut, ich habe jetzt Vielseitigkeit bekommen. Ich weiß nicht, ist es immer komplett random Ja, das oder? ist random. Okay, naja, gut. So doof. T-Shirts und kurze Hosen. Ja, gut, kann man alles machen. Ein Mach Kollege ich halt von auch mir. gerade. Gut, sonst hocke ich jetzt auch mal mit dem Ding da. Jetzt habe ich mir halt so einen Pulli angezogen gehabt, ne, weil ich heute draußen unterwegs war. Und ja, also mir ist auch angenehm. Mir wird eigentlich nicht so schnell so heiß. Wegen der Facecam hast du dich auch nicht so angezogen. Ich hocke eigentlich immer angezogen am PC, auch wenn ich die Cam nicht anhab. Ich weiß nicht, also. Mir gibt es keine zusätzliche Behaglichkeit, wenn ich. Vor allem, mir hat es eher Unbehagen, hier nackig am PC zu hocken. Also, ich weiß auch nicht. Keine In so Ahnung. einem Lederstuhl halt geht gar nicht. Ja. Wo man klein war, war das halt noch, weiß ich nicht. Da ging das noch. Da hat es nicht gestört. Nee, irgendwie ist das. Weiß ich nicht. Nee. Das fühle ich dann eher unbehaglich. Lass dir den einen Mob. Sie muss Nee, ich ich muss verpassen. weg. Ja, ich habe keine Tank-CDs. Ja, cool. Ich hab die Ich Malke kann nur wegrollen. getötet. Das ist das Einzige, was ich machen kann. Bisschen von den Mobs weglaufen, schau. Ein bisschen kiten, immer kurz bevor ich tot bin. Aber zu weit kann ich auch nicht wegrollen, weil sonst pull ich da hinten die Mobs, ne? Musste in dem Raum hier bleiben. Puh. War Hier, knapp. die können wir wieder skippen. Ja, manchmal musst du das Tank halt einfach nur laufen, ne? Einfach nur weglaufen von den Mobs. So traurig so ist. Den Boss können wir eigentlich auslassen, ne? Brauchen wir ja eigentlich nicht. Nee, den nicht. Kommt mal hier um die Ecke rum. Betäubt. Mit deinem komischen Kreis da, ne? Verfolgen Sie dich Der zumindest nicht. wäre vorher halt gut gewesen. Vorher Hab wäre der dich Kreis. drin. Vorher Als wäre du in der den Raum Kreis. weggelaufen bist, hatte ich ihn drin. Ach, das ist ein drin, okay, den habe ich nicht gesehen.
Okay, ich pull den Zeug da raus hier. Kommt raus, ich pull sie raus. Die machen jetzt eh gleich ihr Schildscheiß. Den anderen müsst ihr noch genau interrupten. Der hier geht auch relativ schnell. Ja, die Ini ist eigentlich echt angenehm. Aus 6 Minuten circa. Ja, die geht. Du kannst hier relativ viel skippen. Das ist eigentlich recht easy. Auch mit einer Random Club hast du halt immer einen dabei, der wohl den Bonus machen will. Egal mit wem du drin bist oder wie auch. Der Bonus bringt dir ja. Also es gibt keinen Bonus mehr. Ich also weiß, deswegen. Die Liste ist obsolet, eigentlich können sie die auch rausnehmen. Das verstehe ich auch nicht, warum das nur drin ist. Dann gibt viele Leute noch, die denken, das funktioniert noch so. Am besten auch eure Interrupts für den. Und. Oh, der Mage hat sich weggeblinkt. Aha, und der Druid ist stehen geblieben. Ich dachte, ich kann verstehen. Ich heiße Iggy. Ich wollte ja sagen, da stehen zwei, ne? Wer kriegt's hin von den Leuten? So, 49. 37. Ja, es geht immer weiter auseinander, ne? So. Was haben wir denn? Handschuhe? Ja, doch, die können wir gebrauchen. Bitte die schnelle, bitte die schnelle, bitte die schnelle. Ich glaube, ja, das ist die gute. Ja, geil. Also, jetzt wissen alle, wie man skippen kann, ne? Ja. Ico, ey, grüß dich. Die oben müssen wir machen, sonst adden die noch. Unten flattert die Bäume hin. Warte mal, eigentlich könntest du doch so hinspringen, dass du die auch nicht machen kannst, oder? Nicht machen. Jetzt, ich bin gerade überlegen. Die ganz sicher nicht. Nur die Bäume, die wohl gelaufen sind. Ja, stimmt, die könntest du vielleicht, wenn du gut springst, wenn du irgendwie hier rauf springst und dann darunter, das könnte vielleicht klappen. Das habe ich noch nicht getestet, da hast du vielleicht nicht ganz unrecht. Du musst hier auf den Weg springen, dann läufst du geradeaus runter, dann kommst du nicht. Ja, das, ja, stimmt, du hast recht, die könnte man auch noch auslassen, die Gruppe. Die müsstest du nicht machen. Na gut, den musst du machen, der. Kommst du nicht vorbei? Muss gucken, dass wir die da hinten nicht alle noch mit adden. Und den Unsichtbaren, den musst du auch machen. Lass die jetzt schnell hier töten, bevor wieder einer abraucht. Hier brauchst du halt original doppelt so lang. Wenn du den Boss hier mitpulst. Ja, das war gerade so an der Grenze, ne? Du weißt, wie dieser Vortex funktioniert, oder? Schon, ja. Warum stellst du den in die Gruppe rein? die mich gar nicht weiterziehen, ne? Also, das ist ein, der zieht hätte ja theoretisch einer rauslaufen können. Achso, dann meinst du, der Ding war. Das war. Ist ich fast in der Mitte geedit. Mit dem Rollen sollte ich glaube ich einfach sein lassen. Das ist was für Experten. Und ich scheine das nicht so. Ich bin da anscheinend kein Experte im Rollen. Ja, du, das. Man muss manchmal sich selbst eingestehen, wenn man ein Gimp ist, ne? Hat mir hier das Geschwächt nicht eh von wegen, sie sollten Rollstuhl einführen. Warte immer noch drauf. So ein Treppenlift könnten sie hier einbauen, weißt du, dass ich da immer hochfährt, hier so am Rand. Sind wir ein bisschen im falschen Jahrhundert. Ja du, wir haben Flugzeuge, ne, und alles, also stimmt, von dem her. Sie schaffen das schon irgendwie zu bauen. Die kriegen das hin. Also Gnome, die Gruppe. Ein von 10 Mal geht die Oma halt in die Luft, aber sonst ist halt alles gut, ne, also. Solange du die Oma von den Gnomen bist. Was, von 30 bis 120? Du, ich kann, also bis 120 kann ich dir jetzt gar nicht sagen, aber also ich kann dir jetzt im Moment den Schnitt sagen, habe ich etwa immer 10, 11 Level geschafft in der Stunde, was ganz gut war, ne?
Also es wird jetzt wahrscheinlich immer ein bisschen slower werden, das ist klar, aber ist auf jeden Fall zügig, ja. Kann man nicht motzen. Kann man nicht motzen. Man kann das natürlich alles noch ein bisschen idealer spielen, ne? Wir haben halt vorhin ein bisschen was vergimmt, weil wir öfter verreckt sind. Manches durch schlechte Absprache. Manchmal habe ich auch, oh, ich bin, die haben mich betäubt, ne? Die gehen auf euch. Kommen denn die beiden jetzt her? Das sind immer beim Boss. Aber wir haben doch die beiden Unsichtbaren mitgenommen schon. Die hat doch der eine hier, schon aus. Hier in dem Raum. Ja, aber die hat doch der eine gepult. Hier vorne steht einer. Hier vorne. Ja, das sind vier. Da vorne noch. Ach, fand das okay. Ich dachte, wir hätten alle. Nee, man kann nur zwei. Wenn man die anderen zwei, dann greift der Boss dich schon an. Okay, ja gut. Okay, ja, ich weiß nicht, wie lange wir brauchen werden, aber auf jeden Fall sind wir deutlich schneller, als es davor der Fall war, ne? Gut, mit dem Monk hast du ja nochmal einen extra Buff und ich habe mir auch noch den Dings-Buff hier geholt und das merkst du schon, definitiv. Morgen geht's an Kistenfarm in den Trainer. Wie meinst du Kistenfarm? Den Trainer, die... Achso, das meinst du, ja, okay, ja, ja. Ja, also erstmal bis dahin kommen. Also ich bin jetzt, sind jetzt noch ein Classic. Du bist schon 50. Ich bin jetzt schon 50, ne? Habt alle überholt. Nice. Cheater. Und direkt nochmal den. Nee. Nee, das ist ein anderer. Aber der geht auch schnell mittlerweile. Der geht schnell, ja. Das war der erste, wo ich diese neue Mechanik mal ausprobiert hatte, wo einer meinte, ja, nur den Endboss machen, wo ich mir auch, wo ich auch nicht dachte, na gut, komm, lass den stimmt, hier mitziehen. Wo wir hier mal versucht haben, alles wegzumachen. Ja, du kannst da... Trotzdem den Boss gemacht haben. Stimmt, das Steinviech lassen wir dann jetzt weg. Ja, du gehst einfach direkt zum Endboss durch. Vielleicht wegen Quest oder sowas. Was haben wir denn für... Nee, Prinzessin, du musst nur nee, den da Endboss... Musst du Endboss. Warte mal, ich habe meine Heilung jetzt, ne? Lass dich mal heilen. Boah, ich kann mir jetzt, habe jetzt selber eine Heilung hier, ne? Da geht was. Wer verteilt der Stille von den Viechern? Wahrscheinlich diese komischen Saurier. Oh, ich habe noch nichts ready, ja, eh technisch. Jetzt. Oh, diese Dreckstille, ne? Jetzt ja, hab ich jetzt endlich mal eine Heilung. Jetzt kann ich die nicht einsetzen, weil ich im. Ja, ich habe gerade meine eigene Heilung noch drücken können, nachdem der Silence endlich mal weg war. Ich hab noch Insta eine frei. Den kannst du auskippen, wenn du hier am Rand läufst. Oh, die Dinos, die kannst du nicht skippen. Nee, okay, das. Wäre ein Magapala auch gegangen? Das weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob der auch Nein. gegangen wäre. Aber. Aber die hätten hier ein neues Mount designen müssen. Das Achso, ja, ja. Also, aber was würde ja auch nicht passen. Arbeit. Es gibt ja. Ich glaube, es gibt auch keinen Ork-Pala, oder? Nee. Weil es passt ja auch nicht, oder? Kannst du dir einen Ork. Kannst du dir einen Pala-Ork vorstellen? Nee. Nee, stimmt eigentlich. Also, das. Vor allem dann so eine Rüstung an. Das passt nicht. Naja, es gibt ja auch Tauren-Palas. Ja gut, das finde ich auch ein bisschen komisch, holy cow, aber noch irgendwo besser als ein Ork. Shit, jetzt muss ich mal meinen Char hier wieder einloggen. Ja gut, wir können die anderen dazu pullen. Bloß beim Boss ist das ein bisschen ätzend mit den Riesen. Ich glaube, die machen wir lieber so und dann den Boss. Da hast du dann oftmals das Problem, dass sie dich dann killen.
Ja, aber die Ini geht halt dann auch echt fit, ne? Also. Maraudon ist mittlerweile echt gut. Weißt du, das hätten die halt in der anderen Ini genauso machen sollen wie in Maraudon, das halt so ein bisschen aufteilen. Dann wäre das halt kein Problem. Dann würden sich die Leute ja gar nicht mehr beschweren. Ja, also. Ich finde immer, wenn man so ein System macht, dann sollte man es auch konsequent durchziehen. Die haben viele Inis haben sie aufgeteilt, ne, wo halt viele Bosse drin waren. Und manche Inis haben sie halt nicht aufgeteilt. Und das ist halt so, das ist ein Boss gepult, ist halt ziemlich inkonsequent. Wenn, dann lasse ich alle Inis lang oder ich tue halt alle ein bisschen. Also ich will ja gar nicht, dass sie die Inis abändern, aber dass sie halt sagen, okay, du musst den Boss umhauen und dann bist du quasi durch für die Instanz an sich. Das ist so nervig, wenn sie dich knockback die ganze Zeit. Und wenn du dann noch diese Riesen am Arsch hast. Und den vier natürlich. Warte mal, jetzt sag nicht, dass der Boss resettet, wenn wir hier rausgeführt. Nee, okay. Hab ich gerade meine Tentakel gestellt und dann, ne, fängt die hier an, tutti kompletti, mich rauszuführen. Fandst die langen Inis besser? Ich finde lange Inis auch gut, aber nur dann, wenn sie dich im gleichen Maße belohnen dafür. Heißt, dass du halt mehr EP für eine lange Ini kriegst. Dann bin ich auf jeden Fall auf deiner Seite. Aber im Moment ist es so, die End-EP, die macht so extrem viel aus. Und die End-EP kriegst du dadurch, dass du einen Endboss tötest. Egal, ob du die Bosse davor getötet hast oder nicht. Ja? Wirst du jetzt gleich sehen. Zack, jetzt hab ich wieder ein komplettes Level hochgekriegt. Nur durch die End-EP, ne? So, das können wir Nie wieder abgeben. soll ich bekommen. Okay, KZ. Ach so, und wirklich ein Epic-Dolcher, nice. Hat eine Chance, Schatten. Aber schon mal 130 Damage? Das ist gar nicht zu wenig auf dem Level tatsächlich. Und du hast ja gesehen, hier musst du nur den Endboss umhauen, es geht relativ zügig. Aber es gibt Inis, wo du irgendwie 11 Bosse töten musst und du kriegst die gleiche End-EP. Und die dauert halt fünfmal so lang und das ist halt nervig. Du brauchst halt fünfmal so lange, kriegst aber dieselbe EP. Und das finde ich halt kein gutes Design. Deswegen. Jo, Fenty, ich wünsche dir auch eine gute Nacht. Deswegen, ja. Aber hier, warte mal, du hast ja gemeint, man kann irgendwie skippen, ne? Links an der Dings. An der Wand. Also. Aber, nee. So nehmen die nicht. Ja, wollte doch gerade sagen, dann. Aber den Haufen müssen wir dann machen. Aber danach können wir ja dann hier entlang gehen. Also dann können wir ja gucken. Muss hier schnell mal schauen. Was hier umgeht los? Nö, also Invasion dauert noch 50 Minuten. Ist doch noch so lang. Ist das eigentlich auf Vorder- und auf Ali gleich, oder? Ach, den Boss musste machen, okay, die Tür. Hey, ja, Das klar. heißt, der muss man so. Die sind komplett gleich. Okay. Ja, Das muss schade. ich mir auch jetzt hier anzeigen, auch wenn ich noch nicht auf dem Level bin. Naja, ich habe ein Add-on dafür, weißt du? Da sehe ich genau den Timer. Achso, okay. Also, du müsst. Also, nee, ich glaube, für dich, wenn du drunter bist, siehst du es nicht, aber ich habe halt ein Add-on für, deswegen sehe ich das, ne? Also, egal, ich habe halt zwei Dinge: einmal Legion-Invasionstimer und BFA-Invasionstimer. Genau. Und da sehe ich halt genau, wann eine Invasion ist. Das ist ganz praktisch. Da kommt dann auch nochmal eine Riesenwarnung, wenn sie kommt. Okay. Das Zeug braucht man nicht. Ja, man kann sich theoretisch auch, kann man auch auf WoW Head gehen, aber so hat man es halt in-game und muss sich mal Da nachschauen, ne? ist das schon praktischer Reset. Naja, also dann hast du es halt direkt dort. Aber musst du es dann nicht jeden Tag mindestens updaten? Oder ist das wirklich ein fester Timer, der immer im gleichen Rhythmus dann kommt? Der muss einmal eine Invasion gecheckt haben, dann weiß er immer, wann die ist. Weil die Invasionen haben ja immer die gleichen Abstände. Also die folgen ja einer festen Regel. Die sind ja, glaube ich, immer 6 Stunden lang und dann 12,5 Stunden ist dann Pause, glaube ich. Ne? Und die Reihenfolge von den Invasionen ist, glaube ich, auch fest. Habt ihr jetzt schon wieder. Warum pullt ihr denn hier immer alles? Okay, raus, 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 raus. Ich bin betäubt. Einmal um die Ecke rum, um die Ecke rum. Kommt um die Ecke rum. Leute. Die Mobs bringen im Verhältnis zum Abschließen fast keine EP. Also viele zu pullen macht eigentlich gar keinen Sinn hier. Ich Ich mein, glaube, die, Stun wo schon er hätte. gepult hat, die müssen wir so oder so mitnehmen. Ich weiß gar nicht. Ich bin voll weggestunt.
Ich kann auch nicht recht viel mehr. Bin jetzt um die Ecke rumgelaufen und heil mich mal selber. Jetzt hätte ich nur einen großen. Ja, ich warte mal, passt. Ich krieg jetzt gar keinen Schaden, solange ich um die Ecke bin. So, ich laufe wieder zurück. Besser können mich die Ranges auch nicht hitten, wenn ich so voll LOS. Das war schon richtig, was ich gemacht habe. Ja, also es hat jetzt schon gepasst, aber die hier in der Ecke, die musst du zum Beispiel jetzt gar nicht machen. Aber wir haben's ja überstanden. Müssen wir bloß aufpassen, die Mobs hauen nämlich relativ gut Damage. Ja, der war gerade richtig gestanden. Okay. Von den Viechern weg. Doch, dich krieg ich schon. Ja, die hauen relativ gut rein, aber wenn ich jetzt nicht gepullt hätte, dann müssten wir wieder ewig warten, weil der steht da immer an den Mobs. Der war gerade richtig gestanden. Wie OP das einfach ist, du kannst dir einfach 12 Sekunden lang 10% Tempo geben. Was ist das? Als Klassenfähigkeit. So, als Herausforderungsfähigkeit. Achso, ja, das ist stark. Als Heiler ist es halt immer des Todes. Mhm, definitiv. Müssen wir gleich wieder gucken, dass wir genau in der Mitte durchkommen. Und bitte nicht den Boss gleich pullen. Das wollen wir nicht nochmal machen. Ach, tu den jetzt nicht looten. Wo ist die Mitte etwa hier? Links rum. LOS wieder hier. Die alle rumkommen. Viel besser. Dauert der dann schon nicht so lang. Ja, wenn du halt viel skippen kannst, dann geht's halt echt, ne? Du kannst ja echt viel auslassen. Wie gesagt, also, was kriegst du für so einen Mob? Knappe 500 EP kriegst du für einen Elite-Mob, ne? Das, ja. Steht halt jetzt nicht in dem Verhältnis zu denen, was wir jetzt fast, was haben wir vorhin gekriegt? 85k, fast 100k kriegst du mittlerweile für den Abschluss. Ne? Und das ist halt schon. Da musst du schon viele Mobs machen, dass du den kriegst. Also umso fixer du halt durch bist, durch die Ini, umso besser ist es. Ja, wir haben da unten... Ah ja, gut, du hast ihn rausgenommen. Passt, perfekt. Ja, aber wie gesagt, die mehr Mobs, die bringen dir halt einfach überhaupt nichts, ne? Also du willst ja einfach nur schnell durch die Ini durchkommen. Ah, nice, ich hab meinen Stun. Jetzt geht was. So, was haben wir denn jetzt an EP bekommen? 106.000 EP habe ich bekommen für den Abschluss, ne? Also, so ein Mob hat jetzt 400 EP gebracht. Bis du da auf 105k kommst, musst du viele Mobs töten. Und zwar sehr viele. Mein Bonus bringt auch nur 13, 3 oder 4k. Nehmen wir hier dann die Bosse gar nicht alle mit? Also nö, die brauchen wir jetzt eigentlich nicht machen, die Quests haben wir alle. Können eigentlich jetzt direkt durch. Jetzt habe ich auch einen Master, das ist halt richtig stark, ne? Bei so einer E-Puls. Hast du auch einen Master bekommen? Oder gerade nur der Tank? Bekomme ich, aber erst ab 52, bin ja noch 49. Achso, ja gut, du hast noch. Hast du gesehen hier? Meine eigene Heilung auf 3 Stacks. Jetzt geht was. Jetzt habe ich eine Heilung und einen Stun. Nee, das ist schon mal gut. Das brauche ich bloß noch ein Death-CD, ne? Ja, aber am Anfang, das müssen die irgendwie noch ändern, dass du halt nur ein Fass hast und das so lange auf Cooldown ist. Ja, beim Druid ist am besten. Da kannst halt deiner E die ganze Zeit spammen. Das ist halt easy, ja, 32. Der Druid hält im Vergleich zu allen anderen Klassen im Low gar nichts mehr aus. Echt, aber okay. Das läuft wieder. Der kriegt nur noch aus Small. Das sind Selfie einfach nichts ausrichtet im Vergleich zu... was es eigentlich machen sollte. Und dann hat er einfach kein Dev. Ich
Ich fand einen Dread eigentlich immer am angenehmsten im Low auch zum Leveln, weil er halt direkt seine E hat. Okay, das ist schade. Ich habe noch keinen guten gesehen zurzeit nach dem Patch. Na gut, klar, da verändern das ja natürlich immer auch mal wieder. Dafür ist Parler und Krieger richtig gut im Low. AP, kurz wieder und F. Ja, wenn du komplett random unterwegs bist, dann schaffst du es ja auch eigentlich nicht zu skippen. Direkt du mal, ich retz ihn schon. Du darfst jetzt auch endlich auf. Ja, ich hab auch einen Retz, das passt. Das passt. Gehen wir wieder hoch auf Wurzel, oder? Wir brauchen dann... Oder warte mal, muss man die machen, dass das geht? Nein. Nee, doch, die muss man machen. Oder doch, stimmt, einen von beiden muss man machen. Für's ja, das Tor ist zu... Welchen muss man machen, den Schweineboss, oder? Ich glaube, den der... Nehmen wir, glaube ich, braucht sogar beide. Weiß gar nicht, ob die beide das Boss zählen oder... Aber wir können die danach skippen, oder? Diese Illusionsviecher da. Das war... Ja, wir müssen mal gucken, ob die Türe... Das weiß ich jetzt nicht, ob da die Türe offen ist. Ja, keine Ahnung. Wir werden es gleich sehen. Stimmt, hier hast du eine Tür, ne? Ja, blöd. Ja, gut. Nee, dann gehen wir mal zum linken hier. Und schauen mal. Der rechte ist ja Bonusboss. Ach, das sind. Hier gibt's keine Bonusbosse. Nee, ach, stimmt. Hier gibt's keine. Dann ist es der Endboss. Also ich vermute, dass du beide killen musst. Also laut Liste ist er der letzte. Mal. Haben die eigentlich alle Krankheiten, weil ständig die was bekommt, sobald ihr zu nah dran steht? Oder wie verteilen die dich? Ich glaube, die verteilen die. Ja gut, das sind Schweine, ne? Was erwartest du? Ja, also... Ja, das kann sein, stimmt. Das mein Gott, sind da viele Tentakel. Schaut euch das an. Ziehen wir sie mal genau in die Mitte. Setz ich noch ein paar hin. Ja, aber die machen leider nicht mal so viel Damage wie früher, ne? Früher waren die mega OP, hab ich gehört. Ja, da hast du Tentakel gestellt, die haben den Boss alleine weggetentakelt. Also da haben die wirklich... Da gab's ja wohl noch diese Hunde, die wo von selber die komplette Indie da geklärt haben. Das ist ja mittlerweile nur noch ein Spielzeug. Ja, ja. Welche Hunde? Da adoptierte Hunde-Weltmeisters. Das war so ein. Das heißt, die gesetzt, das war so das hat ein komplette Indie einmal. Ja, ah, okay. Ja, kannst du gar nicht mehr vergleichen. Mit früher, ich, wie schnell du hier durchgegangen bist, so. Ich hab's mir geholt und irgendwie dachte ich mir dann so, ja, was machen die jetzt bitte? Und dann stehen die da rum und schauen cool aus, das war's. Ja, gut, die ändern halt ja, auch wir müssen gewisse beide. Sachen. Na, ich dachte mir schon. Gut, bevor wir da jetzt da hinten wieder hochhopsen, können wir eigentlich auch direkt hier die mitnehmen. Schade. Na gut, dann ist die Indie halt nicht so schnell, wenn du jetzt hier den Trash alles machen musst. Müssen wir da mal einen Sack zumachen hier. Noch 2 Minuten, dann sind wir wieder bei der Stunde voll. Dann können wir auch wieder Buff holen beim Gipfel. Ja, stimmt. Jetzt bist du auch über 50. Bekommen. Hm? Okay, wunderbar. Naja, gut. Also im Moment können wir uns halt echt den Buff oben halten, einfach nur damit, ne? Ja. War schon krass, hätte ich jetzt nicht gedacht. Vielleicht kommst du ja sogar ohne Düsterwurf durch. Jetzt hast du es verschrien, weißt du? Jetzt hast du es verschrien.
Nee, glaube ich nicht. Glaub ich glaub's auch nicht, ja. Ich weiß bei denen raus, der muss verschieden. Aber wenn irgendein der zu low ist, wird du könntest du jetzt einen 20er einladen, ja, dann passiert's nicht. Ja, dann passiert's nicht, ja. Scheiße, wo kaum XP gibt. Naja, nee, dann kommst du halt wahrscheinlich wieder eher ins Dings rein, ins Verlies. Genau. Aber du kannst natürlich auch in Höhlen eher wieder reinkommen, ne? Es ist halt, Aber wie wir neulich einmal Ulduman reingegangen sind, Ulduman oder wie sich das nennt da. Ich finde, da gibt es viele Quests, das lohnt sich eigentlich schon. Nee, den müssen wir auch machen, den Käse, okay. Nee, also ja auch mittlerweile den vorletzten Boss machen und dann gehen wir komplett zum Endboss. Da bin ich dann falsch gesetzt. Stimmt, ja, da kannst du auch so runterspringen und dann zum vorletzten laufen. Stimmt, stimmt. Schade, dass, ja, hier ist überall Türen, da haben sie mal mitgedacht bei Blizzard, hä? Schade aber auch. Ich dachte, jetzt können wir den krassesten Skip machen. Wie der Feuermage aktuell ist. Ich glaube, Mage ist nie schlecht im Schaden. Feuermage ist stärker als Frostmage im Moment. Gutes Stück stärker und effektiver. Ballert Arcan so krass auch wie im Low Level oder? Nope. Arcan ist, glaube ich, Platz 10 oder so erst. Naja, gut. Aber Feuer hat Frost mit Abstand überholt, weil Frost so stark genervt wurde an Slow. Der slowt kaum noch. Okay. Ja, der Slow ja, war ja, mal richtig war komplett übel, ne? Effektiv ja. Im Gegensatz zu davor. Ja. Aber ich finde den Assa Warp noch zu stark. Also im PvP. Das Beste ist eh beim Frost Mage, ein Skill wurde verändert von 15 Sekunden auf 1,5. Was? Das ja. Ist ein Vergleichswert, das ist unfassbar. Ja, ja. Das ist 15-fach ver. Kleiner wird. Auf 14. Ich bin relativ weit vorne, ne? Ich muss jetzt mal. Ja, ich hab keinen Speed rein. Ja, komm. Und auf dem grünen Mob sind nicht so. Ist glaube ich nicht so viel Aggro drauf, da müsst ihr mal gucken. Ich bin halt schon ein Mage. Ah, ne, ich hab die Aggro sogar noch von dem. Ja, bei Elementarschaman ist auch gerade zu krass, finde ich. Damage. Oh fuck it, jetzt macht er seinen Breath hier. Ja gut, lass zum Boss gehen, ich denke mal können wir mitpullen. Ist nur noch Klump. Die Katze wurde zum Beispiel wieder um 3%, nee um 7% gebufft mit dem letzten Patch. Ja, ja, ich spiele ja relativ oft schon 4 Arena und ein Elementar kann zurzeit gerade 2 vs 1 easy machen. Echt? Ist er so stark? Ja, aber der normale Charme ja auch, wenn er gut spielt. Ja, also wenn der Gegner nicht ein Schurke ist, dann macht er easy 2 vs 1. Das machen manche Schurken auch. Ja klar, Schurke, aber... Ja, Assa kannst du ja nicht vergleichen, da drückst... Was ist das? Varena kannst allgemein irgendwie nie vergleichen, die richtig guten zerreißen einfach und die richtig schlechten zerreißen einfach mit der OPsten Klasse nicht. Das ist klar, ja, aber wenn du jetzt die Besten hast mit der besten Klasse, dann bist du halt trotzdem over. Ja, deswegen, dann ist halt vorbei. Und gut, in der Arena kommt es ja noch auf die Kombi drauf an, ne? Das ist ja noch das andere. Naja, bis 2k braucht man hier keine Kombi. Weil eine normale Arena geht so im Schnitt 30 Sekunden, dann ist es entschieden. Eine Arena von den Top-Ranked-Leuten hier, die wo auch gestreamt werden und so, die gehen irgendwie so 8 Minuten mal. Oder wie lange die halt gehen. Da steht dann am Ende auch 6 Millionen Heilung statt 300k. Ist so, nur weil die so einen kleinen Fehler gemacht haben. Mhm. Und hier, oh nein. Hier im Low werden die halt einfach zerstört und da. Naja, das kannst du nicht. Schauen die Runden halt mal so aus, dass man auch was sehen will. Hier, der Gegner würfelt instant Gottesschild, sing instant. Nicht nur einen kleinen DevCD, Gottesschild. Oder wenn mal der Heil einfach weggeglobelt wird, weil Inkompetenz, ist es einfach vorbei. Was, weil Inkompetenz? Passiert das dir öfter? Ja, ich nicht, aber. Das hört sich jetzt gerade so an. Ziemlich schnell einfach tot. Da denke ich mir so als Heiler, ja, killt endlich mal was und dann sehe ich so zwei Leute schon tot von den Gegnern. Ja, GG, gewonnen. Tentakel Party. Na, ich hab leider noch nicht. Ja, ich sitz auch. Leider noch auf Cooldown. Ja, dann. Jetzt hier, jetzt ist Tentakel Party am Start. Oh, oh, oh. Jetzt sollen wir noch ein bisschen reinziehen, aber der castet gerade. Dann werden die extra ins Garder mitgezählt, also in Details und so. Und da haben die jetzt nicht mal 1000 Damage Class, die ganzen. Okay, echt bei mir. Oh, ich krieg was. Ja, das Dorf da doch bei mir 1,2k.
Ja, 1-4 jetzt. Würde man mich jetzt den Boss mal gucken. Das ist ein halber DD halt so ungefähr. 5 Stück wäre halt dann mehr als ein DD. Naja, macht besser Schaden als ein Schurke auf dem Level. Ja gut, aber Schurke macht nur keiner E-Schaden, also... Ja, aber Single-Target macht er auf auch dem nicht. Level zumindest schon. Ja, aber... Also mit 50 kriegt er seinen Energiereck und so. Den guten. 50 geht's los. Level 40, Ja, auf 53. Ja, jetzt gut. Können wir Dings da, genau. Ja, dann war's das wieder mit der Folge. Hat mich gehört, dass ihr dabei wart. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.